Die Angst vor einem Untergang Deutschlands teilt diese Gruppe auch mit den Menschen, die sich heute verstärkt den Protestparteien, vor allem der AfD, zuwenden. Das deutsche Volk solle ausgetauscht werden, wird da fantasiert. Die Regierung, allen voran die Bundeskanzlerin, wolle das Land kaputt machen. Der Hass und die Wut sind groß. Abgehoben seien sie, die Politiker. Elitär im Elfenbeinturm Berlin, nie bei den Menschen. Nun, jetzt ist sie ja da, die Politik. Überall im Land sind Abgeordnete präsent. Auch die Bundeskanzlerin reist von Termin zu Termin an Orte, an die sie vielleicht sonst nicht so oft kommt. Eigentlich ja die Gelegenheit. Und was passiert? Diejenigen, die sich beschweren, dass Angela Merkel sich nicht für ihr Volk interessiere, schreien ihr Hau ab entgegen. Nicht nur gestern in Sachsen und Brandenburg. Ben Bolz und Johannes Jolmes mit Eindrücken ihrer Wahlkampfauftritte im Osten. Kommt heute die Frau Merkel, kommt heute. Ja. Und wir sind gegen die. Was wir Bürger sagen, wir haben mehr zu sagen als wie sie. Sie bringt ja die ganzen Ausländer hier rein. Was ich schon gesagt habe. Aber sie hat trotzdem das Recht, hier zu reden, ne? Nee, die hat heute hier nichts zu reden. Merkel muss weg. Aber reden darf sie hier? Nein. Sie ist Bundeskanzlerin. Muss man die nicht einigermaßen mit Respekt zumindest machen? Nee, gar nicht. Bei die nicht. Weil es einfach pfui ist. Sie ist in unseren Augen ist sie keine Bundeskanzlerin mehr. Sie ist eine Verbrecherin. Warum rufen Sie Hau ab? Ja, warum? Merkel hat Deutschland kaputt gemacht. Das ist in der Geschichte einmalig. 1,5 Millionen Afrikaner. Wer will das bezahlen? Sie vielleicht und Sie. Aber ich kann das nicht bezahlen. Warum rufen Sie Hau ab? Hau ab, du verlogenes Dreckschwein. Geht es um Sie? Meinen Sie mich oder Frau Merkel? Euch alle. Ihr hängt alle im Topf drin. Hau ab. Merkel ist die schlechteste Kanzlerin, die Deutschland je hatte. Merkel hat ihren Amtseid mehrfach gebrochen. Merkel gehört, wie Björn Höcke es gesagt hat, in einer Zwangsjacke aus dem Kanzleramt geführt. Und deshalb ist es durchaus legitim, hier auch mal Hau ab zu rufen. Was kritisieren Sie an, Frau Merkel? Ab! Hau ab! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Damit muss man leben, das ist Demokratie. Und Gott sei Dank gibt es immer sehr viele, die auch anders denken. Darüber bin ich dann sehr froh. Haben Sie noch Vertrauen in unsere Demokratie oder ist das gefährlich? Nee, überhaupt nicht mehr. Wir waren in einer Diktatur, aber das ist jetzt hier besser. Die Großen bestimmen und die Kleinen werden verscheißert. In der DDR hat jeder gewusst, wo der Feind steht, ja, die Regierung. Hier dürfen sie alles. Eine Frau Merkel sagt, sie können alle im Kleinen teilnehmen, sie können mitentscheiden, wie sie leben möchten. Ich bin seit 2 Jahren nur noch wütend, mich kotzt das Leben in diesem Land an. Das ist DDR 2.0, ganz einfach. Wir haben keine vernünftige Opposition mehr im Bundestag. Es wird nur noch abgenickt und durchgewunken. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und die Leute sind intelligenter, als sie glauben, die merken das. Aber glauben Sie denn, Sie hätten in der DDR so eine Gegendemonstration machen dürfen? Wäre schwierig gewesen. Man sollte vielleicht auch mal Wahlen machen, wo keine Parteimitglieder wählen dürfen, sondern nur die, die vielleicht sie Gedanken machen. Dann kommt vielleicht auch ein anderes Ergebnis raus. Und ansonsten sollte man anderen einmal die Chance geben, es besser machen zu können. Aber das wäre auch nicht ganz demokratisch, wenn man nicht alle Bürger wählen lässt. Naja, aber anders kriegt man das nicht rein. Wir Eltern sagen, es fehlt ein 17. Juni 1953. Wissen Sie, was da war? Volksaufstand. Und das fehlt heute. Wir Deutschen,
hier in der Welt. Ihnen noch einen schönen Abend. Dass Menschen mit Politikern nicht konform gehen, dass sie deren Programme auch ablehnen, dass sie auch das kundtun, gehört zu einer Demokratie dazu. Erschütternd aber ist, welches Bild einige von Deutschland haben. Dass sie es ohne mit der Wimper zu zucken gleichsetzen mit Diktaturen. Mit Ländern, in denen Menschen sich nicht frei entscheiden und äußern können. In denen Politiker nicht um Wähler werben müssen. Da sind bei einigen die Verhältnisse irgendwie gehörig verrutscht.